Na, ihr Rallies, willkommen zurück zu Minecraft. Ne, alles normal. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Samstag und genießt das Wochenende bisher. Und wenn nicht, dann genießt ihr es hoffentlich ab jetzt. Nehmt euch ein Bierchen aus dem Kühlschrank oder einen Tee aus der Mikrowelle. Na, setzt ihn lieber frisch auf, das macht es noch ein bisschen besser. Pausiert das Video und schaltet einfach wieder ein, wenn ihr den Tee habt oder das Bier. So, habt ihr? Geil! Und wenn ihr vorher schon hattet, dann muss es dir gar nicht pausieren. Noch besser. Heute wird nur ein bisschen Sand gefarmt erstmal. Ich würde ganz gerne 2 Stacks Sand mit nach Hause nehmen. Oder auch mehr von mir aus, das schadet auch nicht. Einfach damit man sowas mal ein bisschen im Vorratslager hat. Das ist im Zweifelsfall eigentlich immer recht praktisch, wenn man mal Glas braucht oder wenn man mal irgendwo was abdichten will. Keine Ahnung, Sand ist eigentlich einfach eine tolle Ressource. Ich mag Sand. Sand, Sand, ja. Ja, ja, so sieht das wohl aus. Und, was, jetzt hat mich gerade die Musik verwirrt, jetzt bin ich völlig raus. Was steht denn sonst so an? Was gibt's denn für aktuelle Themen? Ich habe mir mal eine Zeitung gekauft und mal reingeschaut. Letzte Woche war Bahnstreik. Ich habe mir keine Zeitung gekauft, aber ich habe im Internet gelesen, dass letzte Woche Bahnstreik war. Beziehungsweise ich habe es auch an den Bahnhöfen gesehen. Aber das ist ja mittlerweile fast Normalzustand. Ich weiß nicht, ist so. Ist ja ein Thema, über das schon viel gesagt wurde. Ist ein Thema, das ich auch gar nicht weiter ausfahren möchte. Ich wollte nur noch mal ganz kurz besagen, dass ich das Gefühl habe, dass viele Leute, die sich darüber so tierisch aufregen, sicherlich darunter leiden. Und sicherlich ist der Bahnstreik für viele Beteiligte, also beziehungsweise für viele eigentlich nicht Beteiligte, aber Betroffene, ein durchaus nicht zu unterschätzendes Problem. Dennoch können wir uns wahrscheinlich nicht erlauben, über die Leute wirklich zu urteilen. Also ich tue es nicht, weil ich gar nicht genau die Hintergründe kenne, was da eigentlich das Problem ist. Ich meine, mittlerweile blickt da auch keiner mehr durch, weil es immer was anderes ist. Jetzt gerade war es wieder irgendein Gesetz, das veröffentlicht werden soll, wo irgendwelche Gewerkschaften dann drunter leiden, habe ich mal so am Rande mitbekommen. Genau habe ich mich damit auch nicht befasst, weil es mich eben auch nicht betrifft und ich deswegen dachte, lass sie halt erstmal streiken. Aber tatsächlich muss ich sagen, wenn tatsächlich irgendwie ein guter Grund zum Streik gegeben ist, dann soll man von seinem Streikrecht doch bitte auch Gebrauch machen. Man merkt ja, wenn man sich diese Streikgeschehnisse jetzt mal anschaut, so Revue passieren lässt, die Infrastruktur bricht mehr oder weniger zusammen. Also offenbar geht's ohne die Leute nicht und von daher finde ich, dass Leute wie Lokführer oder auch Zugbegleiter, die halt dafür notwendig sind, ohne die es irgendwo nicht geht, zumindest ein Stück weit auch ein Recht darauf haben sollten, das zu kriegen, was sie eben in dem Fall möchten. Das heißt natürlich nicht, dass sie ihre Alleinmachtstellung ausnutzen sollen und das ist eben der Grund, warum das Thema so schwierig ist, weil manche genau das der Bahn vorwerfen. Das ist aber wahrscheinlich bei jedem Streik eigentlich so. Wenn die Postboten streiken oder die Kitas, dann ist es ja das Gleiche. Und ich kenne niemanden persönlich. Das sieht aber wahrscheinlich auch an meinem Alter und daran, dass ich nicht so viele Eltern in meinem Freundeskreis habe. Also außer jetzt Eltern, die schon so... Also naja, nö, das sind dann auch eigentlich keine Leute in meinem Freundeskreis. Aber ich meine jetzt Bekanntenkreis, da wären natürlich auch meine Eltern drin. Aber die interessieren sich jetzt nicht für dieses Thema, das ich jetzt gleich anschneiden will, und zwar die Kita-Streiks. Das ist ja was ganz anderes. Und ich kenne jetzt nicht viele Menschen, aber eben, das mag an den gerade genannten Gründen liegen, die sagen würden, die Kita hat überhaupt gar keinen Grund und gar keinen, die Kita-Mitarbeiter haben gar keinen Grund und gar kein Recht zu streiken. Recht haben sie sowieso, also das mal ganz ohne Frage. Aber das mag daran liegen, dass ich, wie gesagt, nicht viele Leute kenne, die im Elternbereich sind. Das mag daran liegen, im Elternbereich, die Eltern sind, will ich sagen. Das mag daran liegen, dass die einfach nicht so übertrieben in An- und Abführung oft streiken wie die Bahnmitarbeiter. Das mag aber auch daran liegen, dass man sich bei Kita-Mitarbeitern eher dessen bewusst ist, dass es noch eine Arbeit ist, die tatsächlich nicht unter korrekten Bedingungen abgehalten wird, als es vielleicht bei Bahnmitarbeitern der Fall ist. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob die Bedingungen, unter denen Zugfahrer, Lokführer oder
andere Mitarbeiter der Bahn arbeiten, so furchtbar sind. Ich glaube es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich glaube, darum geht es in diesem Streik auch gar nicht. Und von daher, ich bin eigentlich dafür, dass die Leute streiken. Und von daher, ja, ich finde das eigentlich eine gute Sache. Ich ärgere mich da natürlich auch drüber, wenn es mich betrifft. Hat auch schon mal mich betroffen, der Bahnstreik. Und dann ist das scheiße, weil man hat sich lange auf was gefreut und muss darunter leiden. Das ist klar. Aber irgendwie, tja, ich weiß nicht, irgendwie ist das korrekt, dass man dann darunter leidet. Das ist ja die einzig sinnvolle Art und Weise, überhaupt zu streiken, ist, dass es den Leuten wehtut. Und wenn ich jetzt sage, ich streike zum Beispiel nachts von 10 bis 2, lasse ich einfach eine Woche lang keine Züge fahren, ist das für viele immer noch anstrengend, weil manche dann noch fahren müssen, aber damit kann man im Durchschnitt eher leben, als wenn die tagsüber nicht fahren. Das Ding ist aber, dann tut es halt wirklich nicht so vielen Leuten weh, von daher wird der Streik einfach auch nicht diesen Effekt haben. Der Sinn soll ja sein, die Muttergesellschaft oder den Konzern unter Druck zu setzen oder wie auch immer jetzt die genaue Bezeichnung für die Deutsche Bahn ist. Und das tut man nun mal nicht, indem man niemanden ärgert. Das ist von daher, also eigentlich machen sie alles richtig. Das will ich damit sagen. Aber jetzt habe ich mich schon wieder viel zu lange über das Thema ausgelassen. Ich wollte das eigentlich nur kurz anschneiden, weil es mir aufgefallen ist, dass das halt wieder und wieder in die Nachrichten kommt. Aber jetzt gerade heißt es ja vom Herrn Weselski, glaube ich, zuletzt gelesen zu haben, dass die deutschen Bürger und auch die Bahn jetzt erstmal eine Streikpause verdient hätte. Naja, passt meiner Meinung nach jetzt überhaupt nicht in sein Erscheinungsbild, in sein öffentliches Auftreten von bisher. Aber, naja, das muss er ja beurteilen und nicht ich. Und ich bin da dankbar drum, wenn das heißt, dass meine zukünftigen, in naher Zukunft anstehenden Zugfahrten, die auch nicht allzu knapp sind, wenn die dann erstmal normal und wie geplant stattfinden können. So, ich bin jetzt hier eigentlich auf dem Rückweg von meinem Sandabbau und bin gar nicht dabei, mich darum zu kümmern, nach Hause zu kommen, weil ich hier gerade so viel Eisen finde und weil ich nun mal kein Eisen mehr im Inventar habe, macht es ja eigentlich voll Sinn, das jetzt erstmal mitzunehmen. Ja, explodier ruhig. Kein Ding. Aber bitte nicht vor meiner Nase. Ich wollte hier nicht runterfallen. Das ist jetzt aber ungeschickt. Da kommt der Nächste. Wenn ich jetzt sterbe, dann ärgere ich mich ja. Wenn ich jetzt sterbe... Moin, ihr da unten. Läuft's? Hier ist ja ganz schön tief. Hier gehe ich nicht lang. Und da wurde auf einmal aus einem einfachen Farmpart ein Actionpart. Nein. Da passt ja die Musik jetzt gar nicht. Das ist ja schlimm. Könnte man ja eigentlich sagen, man macht jetzt so ein bisschen Actionmusik rein. Aber dann müsste ich da jetzt raus tappen und das will ja keiner. Das will ja wirklich keiner. Hier kann ich zwar noch ein bisschen Eisen abgreifen. Wie viel haben wir denn jetzt gerade? 23. Ja, nehmen wir alles mit, was noch da ist. Klar, ist ja kein Ding. Aber ich muss ja auch irgendwie wieder raus. Das ist ganz wichtig. Ah, ich muss da auch näher ran, sonst fällt das Eisen einfach nur runter. So, wie kommen wir jetzt raus? Jetzt mal ganz kurz hier mal Tacheles geredet. Am besten einfach senkrecht nach oben. Das ist zwar nicht gut in der Regel, aber ich hoffe einfach mal, dass hier drüber jetzt gerade nichts Gefährliches ist. Für 4 Blöcke, super. Das reicht eigentlich schon. Hallo? So, jetzt brauchen wir einmal Licht, bitte. So, das ist jetzt ein bisschen nicht das beste Prinzip, nachdem ich mich hier nach oben grabe, aber es funktioniert wohl. Das war jetzt blöd, ne? Okay, dann gehen wir noch einmal runter gleich. Denn dieses Eisen würde ich dann doch ganz gerne nehmen. Aua. So, aber jetzt mit 37 Eisenblöcken, die ich jetzt mal eben noch so mitgenommen habe, soll mir das erstmal genügen. Dann können wir uns jetzt... Ja, das war jetzt blöd, ne? Ach, scheiße. Ey. Skala, was machen Sie da? Jetzt. So. Einmal noch hier einen dran geklatscht. Zack,
Zack. So, und jetzt graben wir uns hier Schritt für Schritt nach oben. Eigentlich müssen wir nach da, da ist ja Palermo, aber eigentlich geht's auch, wenn wir erstmal nach da gehen. Ich find, bin ganz froh gerade, dass ich eine Minimap mittlerweile habe, weil sonst würde ich wahrscheinlich jetzt hier gleich rauskommen und überhaupt nichts mehr finden. Aber hier sieht's ja schon aus, als wären wir gleich oben. Hier ist ja schon jede Menge Erde. So, haben wir noch ein bisschen mehr Cobblestone mitgenommen, das ist doch auch gut. Das wollte ich ja sowieso. Das ist ja alles gar kein Thema, das ist ja geil. Aber anstrengend ist er jetzt doch. Wie lange muss ich denn noch, bis ich hier mal an der Oberfläche bin, Kinas? Jetzt müsste man doch, sollte man doch meinen, langsam oben zu sein. Ja, das sieht doch gut aus. Oh. Okay. Ein Creeper. Creeper! So. Auch mal ein paar Mob-Drops wieder eingesammelt. So, dann auf nach Palermo und ab nach Hause und ab in die Feder. Meine Güte. Naja, aber dann haben wir eben auch noch ein bisschen Action mal wieder gehabt. Das muss ja auch ab und zu sein, das ist ja gar kein Ding. Bisschen Action, aber hauptsächlich ein bisschen Farmen. Haben jetzt genug Sand und Eisen für mein Empfinden, um damit erstmal nach Hause gehen zu können und wieder halbwegs sinnvoll zu spielen zu beginnen. Ich hätte das auch alles offscreen machen können, ne? Wäre vielleicht gar nicht so blöd gewesen, aber ich fand mich eigentlich jetzt gerade ganz geil. Finde ich sowieso meistens. Und von daher habe ich gesagt, mach's da einfach mal. Mach's dir einfach mal, anstatt jetzt hier immer nur zu versuchen, euch möglichst spannendes Ingame-Programm zu bieten. Das ist in Minecraft auch sowieso schwierig. Müsst ihr ja auch mal einsehen. Es ist viel spannender eigentlich das, was drumherum geschieht. Und wenn ich dann so blöd bin und einfach irgendwo reinfliege, dann ja, ist halt schade. So, da steht jetzt ein weißer Creeper. Ich finde das ziemlich gruselig. Oh Gott, der sieht echt schlimm aus mit seinen blauen Augen. Ey, ich dachte, ich würde so weit springen können. Lass mich alle in Frieden. Ach, meine Güte. Naja, ich hatte eigentlich, Rüstung habe ich wenigstens. Das habe ich noch gar nicht geguckt bisher. Aber das wäre ja jetzt noch schöner, wenn ich jetzt auch keine Rüstung mehr gehabt hätte. Dann würde ich ja einfach an irgendwelchen Dingen sterben können. Und das wollen wir ja nur wirklich nicht. So, ihr Rallies. Jetzt ist auf jeden Fall die Woche vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag, beziehungsweise einen schönen Sonntag und ja, ein entspanntes Wochenende eigentlich im Allgemeinen. Beim nächsten Mal werde ich dann mein Zeug hier einsortieren, das ich hier jetzt gesammelt habe in den letzten Parts. Und dann wird wieder an die Arbeit sich gemacht. Und dann wird irgendwann wieder gefarmt und so weiter. Es muss halt jetzt wieder ein bisschen vorwärts gehen. Wir wollen ja auch jetzt nicht nur farmen. Aber ein bisschen muss ab und zu eben mal sein. Gerade nach so einer Scheiße wie in diesem Fall. Gut, ich hoffe, ihr nehmt es mir nach wie vor nicht übel. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Seid noch so gut und lasst mir eine positive Bewertung oder einen netten Kommentar da, wenn euch das Video gefallen hat. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Scully, der Rallye.